Und das alles autark. Kein Stromanschluss, kein Wasseranschluss, keine sanitären Einrichtungen, kein Campingplatz. Einfach irgendein random Parkplatz in Belgien. Ich würde sagen, jetzt abonnieren und dann folgt als nächstes dann praktisch der heutige Tag, der heutige Abend wieder, meine Schlafplatzfindung. Camping im Tesla Model Y, eine Sache, die mit Sicherheit viele von euch auch interessiert. Und ich habe heute das Glück, meinen zweiten Tag auf meinem Campingtrip verbringen zu können. Ich stehe gerade noch in Deutschland an den Kriekenbecker Seen im Naturpark Schwalm-Nette, habe hier heute Nacht geschlafen. Wenn ihr die ersten Videos nicht gesehen habt von der Vorbereitung, von der Anreise und dem Aufbau, von dem Resümee der ersten Nacht, dann schaut die euch auf jeden Fall erst einmal an. Die Playlist ist hier oben verlinkt. Ihr könnt dann die ganzen Videos einfach anschauen und durchklicken. Und in diesem Video heute geht es darum, dass wir uns dann einen neuen Schlafplatz suchen, denn es ist ja jetzt praktisch eine Nacht hier vorbei und ich habe keine Lust, zweimal am selben Ort zu schlafen. Und ich möchte heute auch mal ins Ausland. Ich bin 10 Kilometer von der niederländischen Grenze entfernt. Wir haben jetzt genau 7 Uhr am Morgen mit 64% Akku. Und ich werde jetzt rüber in die Niederlande fahren, in den Landalpark. Das ist ein Ferienpark, da kann man aber, wenn man außen parkt, einfach reinlaufen. Und die haben so eine Plaza und sowas. Und da gibt es einen kleinen Supermarkt, die haben ganz, ganz leckere Brötchen da tatsächlich. Also die haben richtig, richtig tolle Brötchen, frische Brötchen morgens. Da werde ich mir jetzt ein bisschen Brötchen holen und ein bisschen Wurst und irgendwie einen kleinen Saft oder so. Dann gehe ich ans Auto, werde dann hier ganz in Ruhe am Auto nochmal frühstücken. Und dann starten wir in den Tag. Durch die Niederlande durch, einmal bis nach Belgien ans Meer ist heute das Ziel, denn ich möchte heute noch das Meer sehen. Auch wenn das Wetter jetzt natürlich so ein bisschen instabil wirkt, aber trotz allem ist das mein Ziel für den heutigen Tag. Und ich würde sagen, wir legen jetzt mal los. Ich würde sagen, wir fahren mal los und verlieren keine Zeit mehr. Übrigens ganz wichtig, abonnieren nicht vergessen, sehr, 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 sehr wichtig, denn es kommen ja noch mehr Videos aus dieser Reihe. Also vergesst auf jeden Fall nicht, den Kanal zu abonnieren, damit ihr nichts mehr verpasst, wenn ihr es noch nicht getan habt. Ich danke euch sehr dafür. So, ich war gerade im Landalpark und habe mir mein Frühstück geholt und jetzt werde ich erstmal meinen Kran raussuchen, den ich brauche. Ich habe leider noch keinen Tisch. Das ist das große Problem. Ich hätte gern einen Tisch hier für mein Auto, aber die kosten 70 Euro, da bin ich zu geizig für. Was ich aber habe, ist ein Messer, um die Brötchen gleich aufzuschneiden und einen Löffel, Gabel, Flaschenöffner-Mix. Ich habe mir nämlich auch noch ein bisschen Obst gekauft. Und da ich keinen Tisch habe, setze ich mich jetzt einfach hier, glaube ich, an die Ladekante auf meine Matratze und werde dann halt einfach da essen mit Blick in die Natur und dann schauen wir mal weiter. Gucken wir uns mal meine Ausbeute an. Ich habe hier ein Croissant, drei super köstliche Brötchen, die sind so voll, also das ist keine Luft, das ist wirklich richtig viel Teig drin. Noch hier so ein Mangosaft. 5 Scheiben Wurst für 3,35 Euro Hähnchenbrust, ein bisschen Wassermelone, ein bisschen Ananas und Kaugummi.
Tja, und das werde ich dann jetzt hier wohl auf dem Bett essen müssen. Das Ding ist halt, warum schlafe ich im Auto und gehe dann irgendwo ein Frühstücksbuffet essen? Natürlich könnte ich jetzt auch zu einem Bäcker gehen, wo es belegte Brötchen gibt und irgendwie richtig tollen Kaffee und Brot und auch einen heißen Bacon und so. Natürlich, ich hätte jetzt auch Bock auf Bacon. Und ich hätte jetzt auch Lust auf Eier, aber ich schlafe ja nicht im Auto dafür, dass ich dann essen gehe. Also mit Sicherheit werde ich heute Abend in Belgien irgendwo essen gehen. In einer Strandpromenade oder so, aber jetzt in keinem Restaurant, sondern halt irgendwo so ein Snack. Oder mir hier so ein paar Rindfleischkroketten oder sowas holen in Holland. Aber es geht ja um die Einfachheit. Es geht darum, dass du in Einklang... Das ist eigentlich das Witzige, es ist nicht nur in Einklang mit der Natur, es ist auch in Einklang mit deinem Auto. Warum soll ich jetzt an der Plaza hinten sitzen, wo es Tische und Stühle gibt, wenn ich mich auch hier an mein Auto setzen kann? Ich finde es einfach krass, wie multifunktional dieses Auto hier ist. Ich habe mir jetzt hier Obst gekauft, eine Packung Ananas und eine Packung Wassermelone. Und eine davon werde ich gleich in den Kühlschrank tun, damit ich die heute Abend noch essen kann. Welches Auto hat einen Kühlschrank, ne? Der richtig kalt ist. So, Frühstück wurde beendet. Also für alle, die in den Niederlanden sind, das ist eklig. Ja, habe noch Obst übrig tatsächlich. Ich bin jetzt aber sowas von satt, dass ich jetzt wegpacke. Und das mache ich dann hier in meinen Kühlschrank rein. Den sollte der geneigte Zuschauer von meinem Kanal ja auch schon kennen. Das ist im Prinzip ein voll funktionsfähiger Kühlschrank, den ihr damit 15 Liter befüllen könnt. Den hatte ich über Nacht ausgehabt und jetzt seht ihr, der ist schon wieder kalt. Der läuft seit einer Stunde und ist schon wieder kalt. Und ja, dieser Kühlschrank ist wie viele andere Sachen von Teslabs, denn ihr wisst es, so eine Reise oder so ein Trip ist halt auch nicht gerade umsonst. Deswegen gibt es einfach ein paar Sachen, die ich halt gesponsert bekommen habe und da ist unter anderem halt Teslabs mit dabei. Und die sind bei mir tatsächlich auch allgegenwärtig vertreten, ne? Der Kühlschrank, gut, ist halt ein bisschen teureres Produkt. Wir haben hier unten den Kofferraum-Organizer, denn jemand, der einen Tesla fährt, wird sich fragen, warum steht denn der Kanister da und fällt nicht hier in dieses Loch rein. Da ist der Organizer drin mit dem Deckel, dass ihr hier also einen erweiterten Platz habt. Und wir haben natürlich hier den Sonnenschutz, der halt dafür sorgt, dass ich wirklich nachts in Ruhe hier schlafen kann, ohne dass Leute durch mein Fenster gucken. Deswegen, wenn ihr Zubehör für euren Tesla braucht, das wirklich sehr, sehr hochwertig ist und auch ja einfach von zwei coolen Jungs, mit denen ich persönlich echt guten Kontakt habe, dann schaut auf jeden Fall bei Teslabs vorbei. Dort kriegt ihr mit dem Code MÖWE5 weiterhin 5% auf alles. Schaut da gerne vorbei, holt euch, was ihr braucht. Wie gesagt, es gibt ein paar Videos ja schon, wo ich ein paar Sachen empfehle. Aber allein gut, Kühlschrank ist natürlich was Besonderes, klar. Die Sonnenschutzdinger, wenn man im Auto übernachten will, ist ein absolutes Muss. Denkt dran, wer nach Hamm kommt und in Hamm schläft beim elektrischen Event, der braucht so Dinger auf jeden Fall. Ihr wollt ja nicht, dass dann da der alle möglichen Content-Creator vorbeikommen und bei euch ins Auto reingucken. Und ja, diese Seitenfächer, Organizer sind auch auf jeden Fall Produkte, die ich sehr, sehr empfehlen kann. Ich habe das zweite Paar hier unten. Das seht ihr da. Das ist praktisch halt, da sind jetzt meine Vorräte und sowas halt drin fürs Camping. Es kommen ja immer zwei Stück. In einem Set sind ja zwei Stück drin. Aber ich brauche ja nur eins wegen dem Kühlschrank. Aber ja, schaut gerne bei Teslabs noch vorbei. Und ich würde sagen, ich habe jetzt gefrühstückt. Wir machen uns jetzt auf den Weg und fahren weiter in unserem Roadtrip. Ich weiß noch nicht ganz genau. Fahren wir jetzt direkt nach Belgien?
Ich guck mal, ich tipp's mal ins Navi ein und dann schauen wir mal, wo wir langkommen. So, ich habe jetzt einfach mal relativ spontan ein Ziel in Belgien eingegeben. Eine Straße, in der ich denke, dass es da vielleicht einen guten Parkplatz gibt, an dem man stehen kann und übernachten kann. Mein erster Weg führt jetzt zum Supercharger nach Eindhoven. Dort war ich auch schon mal gewesen. Dort werde ich dann einmal vollladen und dann geht es nach Belgien. Gesamtfahrzeit ungefähr 3 Stunden jetzt von hier aus noch. Ist eigentlich ganz gut, dann würde ich sagen, fahre ich jetzt los, einmal 9, 10, 11, 12 plus eine Dreiviertelstunde laden, ist kurz vor 1, sind wir dann da mit Verkehr vielleicht ein bisschen später. Wir kommen aber auch in Antwerpen vorbei, vielleicht fahre ich in Antwerpen auch einfach mal raus, ich war noch nie in Belgien gewesen. Aber ich würde sagen, wir fahren mal los und jetzt dann erstmal Eindhoven in 70 Kilometer, kommen dann mit 30% Akku an und knall den dann einmal komplett voll. So, der erste Supercharger-Stop steht jetzt an. Ich bin in Eindhoven in den Niederlanden auf einem Parkplatz eines Hotels. Hier befindet sich ein Supercharger. Ich lade den Wagen jetzt einmal komplett voll und dann geht es weiter bis nach Belgien. Werde den aber dann irgendwo nochmal zwischenladen, um einfach noch mehr Energie zu haben. Aber ist eigentlich ganz gut hier. Wir haben alles frei, bis hinten ein Model S, aber sonst ist eigentlich alles frei und das ist doch dann recht lobenswert. Okay, Supercharging ist abgeschlossen. Es geht jetzt weiter nach Belgien ans Meer. Und tatsächlich von hier aus exakt genau 200 Kilometer auf den Punkt. Sehr, sehr interessant auf jeden Fall. Ich würde sagen, wir nutzen auch nochmal gerade die Gelegenheit und schauen trotz allem mal in den Trip A. Den habe ich ja gestern zurückgesetzt vor Beginn meiner Reise. Und ich möchte einfach mal schauen, wie war es denn aktuell so gewesen. Wir sind gestern von Remagen in einem sehr großen Stau nach Bochum gefahren. Sind von Bochum dann nach Nettetal gefahren, wo wir übernachtet haben. Sind jetzt von dort nach Eindhoven gefahren und fahren jetzt aktuell weiter nach Belgien. Wir haben aktuell runtergeschrubbt hier in dem Auto 344 Kilometer, haben 48 Kilowattstunden verbraucht. Das ist sehr, sehr sparsam bei einem Verbrauch von 139 Wattstunden in Kilometern. Sehr sparsam. Sehr, sehr, sehr sparsam. Für ein über 2 Tonnen Auto, vollgepackt bis oben hin mit Campingkram und. Sehr, sehr sparsam. Also wirklich noch nicht mal eine komplette Akkuladung verfahren für über 344 Kilometer jetzt. Das ist wirklich extrem gut. Und ich bin mir auch ziemlich sicher, diese 200 Kilometer jetzt, er gibt jetzt an, wir fahren mit 100% jetzt los und kommen mit 54% nach 200 Kilometern an. Ob es dann wirklich so ist, weiß ich noch nicht. Wird wahrscheinlich so sein. Werde aber trotz allem nochmal zwischenladen, weil ich ja für die Nacht noch Strom brauche. Aber ich würde sagen, vom Verbrauch her einwandfrei, super sparsam. Was ein Umschwung, das ist der pure Wahnsinn. Vor 10 Kilometern noch bin ich in einem richtigen Regensturm gewesen. Hinten ist alles grau und alles bewölkt Richtung Festland. Und hier jetzt Richtung Meer, hier vorne, wir fahren jetzt direkt auf das Meer zu, sind in 6 Kilometern am Meer. Hier ist absolut blauer Himmel und Sonnenschein und die Temperaturen, die klettern gerade nach oben von 15 auf jetzt mittlerweile 21 Grad. Das ist wirklich faszinierend. Alles voller Wolken. Hinten hier vorne ist gar nichts. Und ich hoffe, das bleibt auch so. Ich hoffe, dass wir hier jetzt heute auch keinen Regen mehr haben werden und ich ein bisschen im Sonnenschein den Strand entlang flanieren kann. Das wäre sehr, sehr gut. So, ich habe mein Nachtlager gefunden und bezogen. Auch wieder wie gestern ein Parkplatz, den ich zufällig bei Google Maps gefunden habe. Nichts Besonderes. Ich zeige den euch gleich nochmal von außen. Man kann auf jeden Fall schon mal sehen, ich stehe direkt neben und unter einem Baum.
hoffen wir einfach mal, dass heute Nacht kein Sturm kommt und der mir aufs Auto kracht. Das wäre sonst etwas kontraproduktiv für die Videoproduktion. Ansonsten, man merkt, es ist schon relativ dunkel. Ich habe schon die Sonnenschutzsysteme von Teslabs hier vorne eingebaut und auch hier im Fenster schon eingebaut, damit ich hier schon mal ein bisschen Schatten habe und die Klima nicht so laufen muss. Tatsächlich steht da ganz hinten ein Camper, den Leute sich umgebaut haben, die also auch hier übernachten werden auf diesem Parkplatz. Eigentlich wollte ich mich daneben stellen, weil ich dachte, gut, passt ja dann, aber dann dachte ich, nee, ist vielleicht unfair, weil den ja Auto ist nachts still. Aber mein Auto ist ja die ganze Nacht am Brummen, weil ständig die Wärmepumpe am Laufen ist, weil der Camp-Modus ja läuft. Deswegen dachte ich, komm, ich stelle mich eher von denen etwas weg. Das ist sonst etwas unfair. Ja, ansonsten, wie gesagt, stehe hier schön im Wald. Das ist eigentlich dann ganz gut. Werde jetzt gleich mit der Straßenbahn noch ein bisschen in die Stadt fahren und was Kleines zu essen holen. Hier direkt nebendran, habe ich gesehen, ist ein Center Parks. Da kann man ja als Gast auch ganz einfach reingehen und da dann einfach ein bisschen durch diese Plaza laufen. Und die haben ja auch Restaurants und Shops und sowas. Da kann man ja dann ganz schön flanieren. Ich denke, das wird auch morgen früh interessant, um Brötchen zu holen. Das werde ich mir später dann auch auf jeden Fall in Ruhe anschauen. Gut, ich mache mich auf den Weg nach, ich weiß gar nicht, wie das hier heißt. De Haan, glaube ich. Ich glaube, das heißt De Haan. Naja, ich mache mich auf jeden Fall jetzt auf den Weg dahin und werde mal ein bisschen noch Belgien erkunden. Wir haben tatsächlich schon 17.30 Uhr, also so lange dann auch nicht mehr. Schauen wir einfach mal, was der Tag jetzt noch so bringt. Und dann freue ich mich auf jeden Fall heute Abend auf eine Nacht hier in der Natur. Eigentlich mittlerweile schon fast so eine Art Routine. Ich habe jetzt gerade alle Fenster bzw. alle Türen geöffnet im Auto, um noch mal ein bisschen durchzulüften, einfach noch mal gerade die alte Luft rauszuschaffen. Und ich lege mir dann immer hier schon mal diese Sonnenschutzdinger bereit, jetzt für die hinteren Fenster gleich und dann noch eins für vorne auf der Fahrerseite. Die mache ich dann praktisch von innen fest und ja, bin dann soweit tatsächlich schon fast startklar. Umziehen und sowas alles kann ich ja wirklich im Auto machen. Da ist ja einfach genug Platz. Das ist ja kein Problem. Also man kann sich ja im Auto auch noch recht gut bewegen, finde ich. Und ansonsten alles, was jetzt hier so, sagen wir mal, Pflege in Anführungsstrichen angeht, dafür habe ich ja dann hier den Wasserkanister da, der hier in der Ecke steht. Und damit sind eigentlich alle Notwendigkeiten erfüllt. Aber hier, das sieht schon sehr, sehr schick aus. Das macht es richtig schön dunkel. Keiner kann reingucken. Das ist schon echt ein cooles Ding. Tatsächlich hatte Teslabs die auch lange Zeit gar nicht im Programm gehabt, weil die halt dachten, da gibt es nicht so diesen Markt für vielleicht auch, weil während des Tages, du darfst da ja sowieso mit nicht rumfahren. Du darfst ja nicht die Heckscheibe zumachen und damit durch die Gegend fahren. Du musst ja freie Sicht haben. Aber vom Grundsatz her, wenn du jetzt hier parkst und halt wirklich auch hier drin übernachten möchtest, ist es halt genial, ne? Dann kannst du es halt echt gut einsetzen. Deswegen haben die es jetzt dann auch auf Lager. Und ja. General Möwe ist Exklusivempfehlung, würde ich schon fast sagen. Ich habe sie nämlich drauf angesprochen. So, Kameratasche muss noch weg. Gut, dann würde ich sagen, mache ich jetzt soweit alles fertig. Wir haben jetzt 21 Uhr. Ich denke, ich mache heute auch nicht mehr so lange. Ich bin eigentlich auch schon ziemlich platt. War echt ein anstrengender Tag. Ich gehe gleich nochmal auf Toilette. Und dann, ja, würde ich sagen, ist der Tag schon fast gelaufen. So, ich sitze im Auto und damit würde ich sagen, same procedure as every night. Ich habe jetzt übrigens gerade mal die Kofferraumklappe aufgemacht, damit hier noch ein bisschen Licht reinfällt. Wenn ich die nämlich gleich zumache und der eine Sonnenschutz ist ja schon drin, dann siehst du hier halt gar nichts mehr. Deswegen, ja, Bettaufbau kennt ihr ja, habt ihr ja schon gesehen. Falls ihr es nicht gesehen habt, auf jeden Fall das erste Video mal anschauen. Also das Bett ist ja im Prinzip fertig und ich habe den Camp-Modus schon laufen, steuere jetzt tatsächlich auch sehr viele Sachen über die App direkt. Jetzt hänge ich hier vorne den Sonnenschutz rein.
ich sag halt immer Sonnenschutz, aber es ist eigentlich ja sogar ein Sichtschutz, ne? Hier hinten jetzt genauso für die Heckfenster. Mach mir hier alles schön dunkel, damit mir hier niemand reinbuschern kann, während ich hier meinen Schönheitsschlaf heute Nacht halte. So wie rum, so rum. Zack, zack, zack. Alles zu. Jetzt kann hier keiner mehr reingucken. Vorne ist ja schon zu. Jetzt ist lediglich noch die Seite offen, Fahrerseite. Den habe ich hier. Den mache ich gleich auch noch rein. Und dann geht die Heckklappe zu und dann heißt es gute Nacht. Dann kommt noch ein bisschen Licht von oben. Hab die komplette Rundumbeleuchtung noch an, die mache ich dann später auch noch aus. Und dann würde ich sagen, ist fast schon Nachtruhe. Und umziehen muss ich mich noch, aber dafür habe ich hier auch mit geschlossener Klappe noch genug Platz. Also den habt ihr hier alle mal. Ich habe sogar auch die Sitze noch ein bisschen nach vorne gefahren. Dann habe ich noch hinten raus noch etwas mehr Platz. Also das ist wirklich eigentlich echt ideal gelöst. Irgendwann ist alles mal vorbei. Deswegen gehen wir auf die Fahrzeugeinstellung und sagen gute Nacht. Es ist mittlerweile 23.50 Uhr. Die Nacht hat Einzug gehalten. Es ist komplett dunkel. Ich kann ja mal hier dieses Licht ausmachen. Und ihr seht, das ist jetzt der Monitor von der Kamera, der mich anleuchtet. Sonst ist hier ja nichts. Also hier ist es wirklich sehr, sehr dunkel, wo ich jetzt heute schlafe. Ja, nur noch mal so als kleiner Abschluss vor der Nacht jetzt. Wir haben 84% Akku jetzt noch drin. Wir haben schon einiges verbraucht, schon locker 10%, seitdem ich im Auto jetzt bin heute Abend. Also die Lüftung und so zieht natürlich schon Strom, ist klar. Und ich schätze mal, nach Verbrauch von der letzten Nacht, da haben wir 15% verbraucht, müssten wir also auch wieder so um den Dreh uns dann bewegen, müssten so also um die 70% irgendwie sowas morgen früh haben. Bin mal sehr, sehr gespannt, ob es dann auch so sein wird oder nicht. Ich muss auf jeden Fall jetzt ein bisschen kälter machen hier drin. Ich habe auf 22 Grad und mir ist es aktuell viel zu warm. Also ich mache es auf 21 und dann ist gut. Ja, das war dann jetzt das nächste Video heute hier. Das endet jetzt hier. Und ich würde sagen, wir sehen uns dann beim finalen Video des Campingtrips morgen früh. Da berichte ich dann nochmal über die zweite Nacht hier im Auto, wie das so war. Ich merke auf jeden Fall jetzt schon, mir tut ein bisschen die Hüfte weh. Also so die Seite der Hüfte, wenn ich auf der Seite liege, die ist noch von letzter Nacht so ein bisschen, ja, geschädigt, sagen wir mal so, weil es natürlich nicht die weicheste Art des Liegens jetzt ist, aber ich gucke mal, wie die Nacht jetzt so wird. Das berichte ich dann morgen in dem Video und ja, seid dann gerne beim Finale mit dabei. Abonniert auf jeden Fall den Kanal, vergesst das nicht, damit ihr da auch nichts mehr verpasst und dann danke ich fürs Zusehen und wir sehen uns dann im nächsten Video wieder. Macht's gut, bis dahin und gute Nacht!